War dieser Kauf ein Fehler? Muss ich ihn zurückgeben? Aber ich hab's unterschätzt für mich selber einfach. Hi, mein Name ist Nico und ich bin jetzt Daddy. Nein, also ich bin Daddy, aber nicht Daddy, sondern ich bin Daddy von einem kleinen Hund, der gerade wieder spielen will. Aber er darf mich nicht beißen, weil dann denkt er, das ist okay. Aus. Du bist gerade nicht so fotogen, ne? Das merkst du schon selber, ne? Ich gebe dich gleich wieder ab. Spaß, oh mein Gott, Spaß. Ich habe Luca jetzt 9 Tage und ich wollte eigentlich ein Video drüber drehen, wie es denn so mit uns gerade ist, mit uns beiden, unsere innigen Beziehung. Dann habe ich euch auf Instagram nach Fragen gefragt, bezüglich Luca, weil ich eigentlich den Plan hatte, dass ich erst über ihn erzähle und dann Fragen von euch beantworte. Der Kleine ist gerade echt anstrengend, merkst du das selber? Dann habt ihr aber so coole Fragen gefragt, die irgendwie wie so ein Leitfaden waren für ein ganzes Video. Sie haben mir quasi schon die Arbeit abgenommen und Fragen gestellt, die quasi schon als Leitfaden für das Video dienen. Und deswegen beantworte ich heute Fragen zum Thema Luca, meinem kleinen Welpen, und gleichzeitig rede ich über ihn. Wie ihr merkt, es ist nicht immer einfach mit ihm. Und meine Nerven liegen auch ein bisschen blank. Viel Spaß bei diesem Video. Ich gehe jetzt einfach ein paar Fragen ein und versuche, dass dieser kleine Kerl, aua, mich nicht beißt. Er ist gerade sehr verspielt. Wir müssen gleich Gassi gehen, ne? Ja. Hat Luca schon irgendwelche Angewohnheiten? Ja. Luca liebt Füße. Luca liebt Schuhe. Luca liebt alles, was mit Genitalien. Mit Gliedmaßen des Menschen zu tun hat. Es ist auch nicht nur bei mir so. Er knabbert alles an und jeden. Egal wo wir sind. Luca knabbert alles und jeden an. Und ein Aus reicht bei ihm nicht. Du musst ihn möglichst wegschubsen und ihm einen kleinen Schubser gegen die Schnauze geben, damit er checkt, hey, das macht man nicht. Ansonsten, ach ja, wenn wir mal Gassi gehen, runtergehen, Luca pinkelt nicht gern draußen. Er will immer nur drin pinkeln. Egal wie oft wir Gassi gehen und wie lange wir Gassi gehen. Wir können eine Stunde Gassi gehen, eine halbe Stunde. Wir waren letztens eine Stunde draußen. Er hat nicht gepinkelt. Wir kommen rein, zack, pinkelt er. So nicht mal über den Bordstein, sag ich mal, drüber, von der Wohnungstürschwelle, Türschwelle heißt das Wort. Und zack, pinkelt er. Und ich denke mir so, you're kidding me, right? Und Luca ist eine richtige Zicke. Wenn Luca was nicht bekommt, bellt er. Ich habe so ein Spielzeug für ihn gekauft, wo er so mit der Schnauze den Deckel hochmachen muss, um an den Futter zu kommen. Und er schafft das nicht. Also er ist ja auch nur ein Welpe. Er ist jetzt 11 Wochen alt. Er schafft es einfach nicht. Und er hat das Ding einfach wirklich eine Minute angebellt. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Gib mir das Futter. Ich will das Futter haben. Ich bin der King hier. Ich hab alles aufgenommen. Selber schuld. Du kleine Diva. Das war echt ein bisschen lustig, aber auch ein bisschen traurig. Wie groß wird Luca noch werden? Luca wird ungefähr doppelt so groß. Ja, doppelt so groß circa. Ja. Welche Tricks kann er schon? Er konnte sofort am ersten Tag Sitz, gefühlt. Also ich habe ihn, glaube ich, 3 Tage hier gehabt und er konnte sofort Sitz, so instant. Ich habe, glaube ich, 3 Mal mit ihm üben müssen. Er konnte einfach Sitz. Dann kann er eigentlich auch, er kann eigentlich aus. Er kann das. Er will nur nicht. Ich weiß, er kann das, aber er hat auch keinen Bock drauf. Und das üben wir gerade noch. Dass er checkt, bitch, I'm the daddy. Hör auf, was ich sage. Und Platz kann er auch schon ziemlich gut. Ja, also er kann es 2,5 bis 3 Kommandos. Innerhalb der ersten Woche hat er jetzt gelernt. Ich finde, das ist ganz gut. Stubenrein sind wir auf dem besten Weg. Ich erwarte, ich glaube, einfach auch zu viel, weil ich an mich selbst auch sehr hohe Anforderungen habe. Aber wir sind auf dem besten Weg, dass er Stubenrein auch wird. Er weiß, dass er draußen machen muss, aber gerade mit Pinkeln hat er keinen Bock, das draußen zu machen. Er geht immer zur Tür und wartet, bis ich komme. Dann mache ich auf und dann pinkelt drin. Wann ist sein Geburtstag? Luca hat am 30.03.2020 Geburtstag. Er ist jetzt 11 Wochen alt. Ich habe auch gelesen, dass Hunde erst mit 12 bis 16 Wochen stubenrein sein werden. Und ich dachte mir so, ist Luca stubenrein? Luca kann stubenrein sein, er will nicht stubenrein sein. Das triggert mich wirklich sehr. Ich habe Verständnis, er ist ein kleines Welpchen. Und ich verstehe auch, dass draußen sehr viel Reize sind und dass er auch schnell abgelenkt wird. Wir sind wirklich teilweise eine Stunde draußen, eine halbe Stunde bis Stunde sind wir immer draußen. 4 bis 5 Mal am Tag, ja? Deswegen bin ich auch ein bisschen eingespannt gerade und auf Instagram ist gar nicht so viel los bei mir. Wir sind wirklich lange draußen. Sein großes Geschäft macht er immer draußen. Er weiß also, man erleichtert sich draußen. Aber sobald wir drin sind, kommt die Pippi geschossen. Das triggert mich sehr, weil ich weiß, er weiß es, aber er macht es einfach nicht. Warum Luca und kein anderer Name? Ich weiß nicht, ich bin bei Namen immer sehr instinktiv. Auch die 2 Katzen, die wir zu Hause haben, wir haben sie gesehen und wussten, sie heißen so. Und bei Luca war es auch so, ich habe ihn gesehen. Mein Bauch hat gesagt, das ist dein Hund. Gerade denke ich mir so, mein Bauch hatte eine Stimmungsschwankung. Spaß. Und irgendwie kam der Name Luca geschossen. Er war schon beim Abholen super frech und aktiv und ich dachte mir, Luca passt dazu. Er passt einfach. Und das Lustige ist, ich hatte natürlich meine Mama angerufen, als ich ihn geholt habe. Und sie meinte, lustig, denn bei mir, als ich geboren wurde, hat meine Mama sich entscheiden müssen für sich selbst zwischen Nico und Luca. Das fand ich dann irgendwie sehr lustig und gruselig. Eher gruselig. Bereust du in irgendeiner Weise den Kauf?
Bereuen würde ich nicht sagen. Ich muss sagen, die ersten 3 Tage habe ich sehr mit mir gehadert. Ich würde mal sagen, ich halte sehr viel aus, so in diesem Bereich gereizt sein und so. Aber die ersten 3 Tage hat mich Luca wirklich an meine Grenzen gebracht. Was das Gereiztsein angeht, natürlich hat man weniger Schlaf, weil man mit dem Welpen raus muss nachts. Ich hatte schon wenig Schlaf und dann hat er mich einfach krass gereizt. Alle 10 Minuten hat er Pipi gemacht, so schnell konnte ich gar nicht runtergehen. Sein großes Geschäft hat er auch drin gemacht. Den ersten Tag hatte er noch Durchfall. War super toll. Ich habe gefühlt alle 10 Minuten gewischt. Das hat mich sehr gereizt, weil ich gefühlt zu... Also ich kam auch zu nichts einfach, was ich mir auch schon gedacht habe. Aber ich habe es unterschätzt für mich selber einfach auch. Mittlerweile haben wir uns 2 eigentlich ganz gut eingependelt. Er hat immer noch seine 5 Minuten, die gerade eben auch. Das hat mich sehr gereizt. Und da habe ich wirklich teilweise... Nicht teilweise, ich würde mal sagen 50% des Tages habe ich mir gedacht, war dieser Kauf ein Fehler? Muss ich ihn zurückgeben? Aber ich wollte für mein Ego das nicht wahrhaben, dass ich verkackt habe. Vor allem in den ersten 3 Tagen so. Ich habe auch dann Foren gelesen und es ist anscheinend voll normal, dass man sich überfordert fühlt. Ich finde auch diese Kommentare irgendwie nicht so cool, wenn man sagt, man muss sich das vorher überlegen. Gebe ich recht? Aber ich zum Beispiel weiß jetzt, also mit Luca, dass ich mir das gar nicht hätte vorher überlegen können, denn diese Dimensionen, was es bedeutet, ein Hundebaby großzuziehen, das kann man sich davor gar nicht vorstellen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Bin ich ganz ehrlich, wie das Tattoo. Klar können Leute sagen, es tut nicht weh oder Leute können sagen, es tut weh. Man muss sich das davor gut überlegen. Aber diesen Schmerz kann man mit nichts vergleichen, weil es nicht wirklich ein Schmerz ist. Ich kann einen Tattoo-Schmerz nicht richtig beschreiben. Genauso, wenn ich mich davor hätte mir bewusst machen können, wie es ist, ein Hundewelpen großzuziehen, weil ich das einfach nicht gewohnt war. Deswegen konnte ich mir es auch nicht davor gut überlegen, weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt. Wisst ihr, wie ich meine? Habe ich das gut erklärt? Ich habe es am Anfang ein bisschen bereut. Es gibt auch jetzt noch diese Momente, wo ich mir denke, scheiße, muss ich ihn wieder abgeben, weil ich teilweise wirklich an meine Grenzen komme. Aber mittlerweile, ab dem 4. Tag oder so, haben die positiven Eigenschaften oder die positiven Momente mit ihm die negativen aufgewogen. Jetzt denke ich mir so, nee, ich pack das und wir werden ein tolles Team. Aber die ersten Tage war ich sehr gereizt und dachte mir so, okay, ich kann das nicht mehr. Da dachte ich mir wirklich, scheiße, muss ich Luca wieder abgeben. Kannst du zeigen, wo du so mit dem Gassi gehst? Stell mir das mit der Stadt sehr schwierig vor. Das stimmt. Ich habe auch die ersten drei Tage habe ich mit ihm immer nur vor der Haustür, das ist so ein kleiner, wie so ein Rasen, immer sein Geschäft verrichtet und ihn eben schnuppern lassen, weil er kannte dann auch gefühlt gar nichts. Er wusste nicht, wie Garage schmeckt, er wusste nicht, was Rinde ist, er wusste so gefühlt gar nichts, ne? Glaube ich zumindest. Und ab dem dritten Tag habe ich angefangen mit ihm in den Park zu gehen, in so eine Art Allee-Park. Und das ist so von hier, wenn man schnell läuft, 2 Minuten. Mit Luca sind es dann eine halbe Stunde, bis wir mal da sind. In Potsdam sind sehr viele Parks. Deswegen ist es hier gar kein Problem. Bin ich sehr froh drum, dass hier so viel Grünfläche ist. Denn das ist ja auch für Hunde viel schöner. Ist der ruhig oder eher aufgedreht? Wenn Luca was nicht ist, ist es ruhig. Also Luca ist nicht ruhig. Wenn er schläft, ist er ruhig, sehr ruhig. Dann macht er auf und hat so eine Stunde, wo er rund um die Uhr 100% nonstop Adrenalinkick-mäßig beschäftigt werden will. Dieser Junge könnte auch ein Husky sein. Er ist ein sehr aufgeregtes Kerlchen. Ich glaube, es liegt auch einfach daran, weil er ein Welpe ist, glaube ich. Wie anstrengend ist er auf einer Skala von 1 bis 10? Hätte man mich das am Anfang der Woche gefragt, also nach den ersten Tagen, hätte ich gesagt 12. Jetzt bin ich so bei einer 7, bin ich ganz ehrlich. Entweder habe ich mich daran gewöhnt oder wir gewöhnen uns aneinander gegenseitig. Er lernt ja auch super schnell. Also ich weiß, das ist so krass. Ich weiß, dass er weiß, dass man draußen sein Geschäft macht, aber er macht es einfach nicht. Weil er groß immer draußen macht, aber klein nicht. Luca ist ein sehr, sehr kluger Hund, aber auch sehr frech. Das ist eine ganz gefährliche Kombi. Hat Luca vor etwas Angst? Nee, Luca hat keine Angst vor gar nichts. Luca rennt auf alles zu und wenn er merkt, oh, es ist größer als ich, so wie Ivy, dann macht er kurz einen Rückzieher und dann greift er wieder an. Also Luca hat keine Angst vor gar nichts, so wirklich gar nichts. Ist aber, glaub ich, auch noch diese Welpendummheit, so mir gehört die Welt. Ich sag so viel Negatives gerade. Luca ist ein super süßer Hund und ich bereue es mittlerweile nicht mehr. Ich war am Anfang sehr zwiegespalten, aber ich glaube, das ist wirklich normal. Ich bin sehr froh, dass er in meinem Leben ist, wirklich. Es ist ein Welpe, er braucht Arbeit, ich muss mich daran gewöhnen, wir müssen uns beide aneinander anpassen, aber ich bin sehr froh, dass er da ist. Wollte ich schon mal gesagt haben, weil ich gerade sehr viel Negatives gesagt habe. Es ist die erste Woche, so. Was habe ich erwartet, dass er gleich alles kann? Nee. Hat Luca schon irgendwas von dir zerstört? Außer mein Durchhaltevermögen? Nichts. Das stört nicht. Meine Schnürsenkel sind ein bisschen am Arsch, but that's okay. Ich habe mit Absicht gerade sehr billige Schuhe an. Ich habe ihn immer im Blickfeld. Aber wenn ich ihn nicht im Blickfeld habe, bin ich nervös und denke mir so, okay, wo pinkelt er gerade hin? Was macht er gerade schon wieder? Das geht aber auch gerade langsam weg, ehrlich gesagt. Ich vertraue ihm immer mehr, weil er auch irgendwie erwachsener wird. Er ist ein Welpe, so what the fuck. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das stört nicht, außer meine Nerven. Wie ihr seht, er ist sehr aufgedreht. Und er möchte gerade nicht vor die Kamera. Das war unser cutes Q&A. Jetzt wisst ihr mehr über Luca Bescheid, ne? Kleiner. Und ja, wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben, auch gerne was. Das ist Luca. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Das war mein Update nach 9 Tagen. Sehr anstrengend,
Ich bereue es nicht. Er ist ein süßer kleiner Frechdachs. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.